Liebe Linksfraktion, ich bin eines der hilfsbedürftigen Opfer, an die sich Ihr Antrag richtet. Sie haben keine Ahnung, wie wir arbeiten, daher verschonen Sie uns bitte mit Ihren Hilfsangeboten. Sie wollen uns jetzt noch in die gesetzliche Rente zwingen, Sie wollen uns in die gesetzliche Krankenversicherung zwingen und die Steuern wollen Sie sowieso dauernd erhöhen. Ja, hallo liebe Freunde, da bin ich mal wieder. Ja, ich weiß, ich habe euch ein bisschen vernachlässigt, aber ich habe wahnsinnig viel um die Ohren. Mir geht's nicht so gut und an allen Ecken und Enden gibt's einiges zu erledigen. Also von daher ist ein bisschen Ruhe. Aber bleibt am Ball, das wird sich auch wieder ändern. Immer mal wieder nach dem Michel Ausschau halten. Schadet nie. Wie ihr gerade schon gesehen habt, heute habe ich eine Kleinigkeit für euch nur, aber immerhin, auch kleine Lichtblicke machen ja was aus. Der gute Herr hier ist Alexander Müller. Seines Zeichens einer der wenigen klassisch Liberalen in der FDP und auch ein Mann von der Straße, also einer von euch. 30 Jahre selbstständig, als kleiner Einzelunternehmer, jetzt im Bundestag und er erzählt den Grünen und auch den meisten anderen MdBs mal so ein bisschen was aus der Realität des kleinen Mannes, von der Realität des kleinen Selbstständigen, also von alledem, wo die Grünen so überhaupt keine Ahnung haben. Ist natürlich noch nicht ganz so schön anzuhören wie bei Profi-Politikern, aber die Intention ist doch ganz gut. Solche Leute sollten da viel mehr sitzen. Also supportet ihn ein bisschen, guckt euch die Rede mal im Ganzen an, schaut euch seinen YouTube-Kanal an, liken, weiter verbreiten, Abo dalassen und so weiter. Sowas muss man ein bisschen unterstützen. Ich tue am Ende einen Link zu seinem Kanal bzw. zu dem Video hier reinstellen und auch noch als ersten Kommentar unter das Video. Wie gesagt, anschauen, liken, verbreiten und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Behaltet den ein bisschen im Auge. Sicherlich nicht der verkehrteste. Und ansonsten bis bald, bis die Tage, auf dass es hier lustig weitergeht. Bleibt mir gewogen, lasst den Kopf nicht hängen und eine gute Zeit. Liebe Linksfraktion, ich bin eines der hilfsbedürftigen Opfer, an die sich Ihr Antrag richtet. Ich war knapp 30 Jahre Solo-Selbstständiger in der IT, bis zum letzten Herbst, als ich in dieses Haus gewählt wurde. Die Linke will uns in die gesetzliche Rente hineinzwingen. Welchen Sinn macht es denn, wenn wir dann doppelt so lange unser Eigenheim abbezahlen müssen, weil künftig viel Geld erzwungenermaßen in die gesetzliche Rentenversicherung abfließen soll? Liebe Linke, ich hatte jeden Monat ein anderes Einkommen. Welchen Monatslohn soll ich denn versichern? Wir Selbstständigen haben gar keinen Monatslohn. Sie haben keine Ahnung, wie wir arbeiten, daher verschonen Sie uns bitte mit Ihren Hilfsangeboten. Sie wollen uns jetzt noch in die gesetzliche Rente zwingen, Sie wollen uns in die gesetzliche Krankenversicherung zwingen und die Steuern wollen Sie sowieso dauernd erhöhen. Wir lehnen Ihre Hilfe dankend ab und wir werden unsere Freiheit verteidigen. Verlassen Sie sich drauf. Herzlichen Dank, Herr Kollege Müller. Als nächster für die Fraktion Bündnis 90 Grüne.